Moin, moin und hallo. Wir spielen Baldur's Gate 3. Es ist vor ein paar Tagen erschienen und da lasse ich mich doch nicht lumpen. Auch bei 30 Grad Außentemperatur und 50 Grad Innentemperatur muss ich das Spiel einfach kaufen und spielen. Also da bleibt gar keine Zeit. Es muss ausgetestet werden. Und das Problem, ich habe die erste Folge aufgenommen in der Charaktererstellung und Felix hat netterweise mir gesagt, dass die Aufnahmequalität schlecht war. Durch so ein blecherndes Geräusch im Aufnahmeprozess. Und deshalb fällt die Charakterbeschreibung jetzt quasi weg. Wir starten quasi ins Spiel. Darf ich vorstellen, das ist Karlsberg. Karlsberg ist ein humanoider Krieger. Steht hier gleich alles nochmal. Da Kämpfer, ein Mensch. Hintergrund ist Soldat. Du bist in der Taktik auf Schlachtfeldern bewandert, nachdem du lange in militärischen Positionen gedient hast. Zeig kluges Vorgehen und Tapferkeit auf dem Schlachtfeld, um dein Können zu steigern. Mensch habe ich gewählt. Ja, weiß ich gar nicht. Ich habe noch sowas wie Halbelf, Elf, Halbling, Gnom, Zwerg und solchen Krams. Und ich dachte mir, den ersten Charakter, das sollte schon ein stattlicher, gut aussehender, leicht grau melierter mit Bart. Naja. Genau, ansonsten habe ich noch gar nichts hier gemacht, außer zwei Steine eingesammelt, die hier rumlagen. Und nun gucke ich, ob der Stream läuft und der scheint zu laufen. Und ab jetzt können wir, glaube ich, starten. Baldur's Gate 3. Alter, ich bin so gehypt. Ich habe die ersten zwei Spiele, das ist schon ewig her, dass ich die gespielt habe. Und deswegen habe ich auch überhaupt keine Connection gerade zum ersten und zweiten Teil, auch nicht zur Story. Also wir sind hier wir haben ein Intro verpasst, leider. Und zwar wurde uns ein Wurm eingesetzt ins Auge. Und der, ja, scheint irgendwie unsere Gedanken zu lesen oder uns so ein bisschen beeinflussen zu können. Kann ich durchlaufen? Ja, nur Rauch, oder? Okay. Und genau, wir sind auf so einem komischen Raumschiff hier gerade gefangen. 14 Gold. Na, Dankeschön. Auf ein Wunder, also ein richtig tolles Raumschiff. Ja, einfach 14 Gold hier schon mal eingesackt. Was ist das hier? Läuft jetzt außen rum? Kannst du nicht von da anfassen? Genau, ich weiß nicht, so ein Alien-Raumschiff irgendwie. Und da sind ganz viele in diesen Kapseln gefangen, ganz viele Menschen, die auch von diesem Wurm befallen wurden. Und wir wurden von irgend so einem tentakelgesichtigen Penner festgehalten. Der liegt ja auch noch rum. Da, der Gedankenschinder. Ja, und jetzt sind wir hier. Also mehr Story gab es schon fast gar nicht. Nee, da steige ich nicht nochmal rein. Da komme ich nämlich raus aus so einer blöden Kapsel. Das ist das, wovon ich gerade gesprochen habe. Ins Becken greifen. Also ich greife einer Frau gerne ins Becken, aber hier. Weiß ich nicht. Nachforschung. Machen wir das mal. Fertigkeitswürfe. Manche Dialogoptionen erfordern einen Fertigkeitswurf, einen Würfelwurf, der mindestens die Zahl erreichen muss, Ziel erreichen muss. Die Fertigkeiten deines Charakters fügen dem Wurf einen Bonus hinzu. Fertigkeits 10. Wir haben einen 20-seitigen Würfel. Ist machbar. 16. Yeah. The casing is fragile. The slightest touch could cause it to crumble. Jules Zahn, die kleinste Berührung könnte sie zerstören. Naja, komm. Greif mal ihr mal ins Becken. Ja. Okay, als hätten wir es geahnt. Dieser Schlinge. Kann ich noch sehen hier? Der ist schon tot. Hier, so sieht er aus. Als Tentakelgesicht. Hat ein bisschen was von Flut der Karibik 2, ne? Das glaube ich. Eine Truhe. Eine Seitendrüse. Eine alchemistische Zutat. Kombiniere drei davon, um eine Suspension zu erzeugen. Von meiner.
Ist Feuer? Kann man nicht rüber? Okay. Nicht erreichbar. Genesung. Das klingt gut. Nach Schaden nehme ich gerne Genesung. Okay, das kann man schon mal merken. Halt. Hoch. Nee. Ab in den Ringmuskel. Right. Klein Schweinchen. Ein toter Goblin. Mit uns? Da oben liegt irgendwas. Images of goblins, their habits and histories flash into your mind. Schmieriger Stuhl. Hat man manchmal, wenn man ziemlich fettig gegessen hat. Sonst zu schmierigem Stuhl. Okay, da ruft uns jemand. Dann gehe ich da erstmal nicht hin. Schematic of a nautiloid flashes into your mind. Nerves, sinews, as much living being as ship. Okay. Hirnglas. Verstören können wir zumindest ein bisschen was. Das ist schon mal gut. A feeling penetrates your mind. An anomaly, one like ourselves, unconnected from the whole. Caution. Worlds beyond worlds flash before your eyes. Empires of a grand design traversed by ships just like this. Okay, also offenbar können wir uns nicht erinnern, was passiert ist. Nicht so richtig. Mystische Tafel. Thousand years of humanoid history. Elves, dwarves, humans and more flash behind your eyes. Okay. Okay, gibt's keinen Loot, ich dachte, so ein bisschen. Was geht da draußen ab? Ich glaube, ich habe einen Drachen gesehen. Es sieht schon wirklich ziemlich nice aus. Also wenn man überlegt, wie Baldur's Gate damals ausgesehen hat, ist das schon sehr schön. Lass die Kamera bewegen. Ja, mache ich. Aha. Die redet mit uns. Let's move. We are trapped. In der Falle. Redet er mit uns? Mehr sehe ich nicht. Na, da mal hin da. Mynard. Mynard Tirith. Exposed brain quivers in expectation. Please, before they return. They return. Mit wem rede ich da? Ein Mann oder ein Gehirn? Ich glaube, ihr könnt nicht mehr gerettet werden. Sagt mir, was ich tun soll. Klingt, als hätte sie Angst. Warum? A newborn, born new from this husk. You know no creature like this. One that is more brain than person. Rettungswurf gescheitert, da keine Kunde. Okay. Parallel wird im Hintergrund noch gewürfelt. Geil. The enemy. So many enemies. Okay, ich bin ein bisschen ratlos. Wir uns zerstören. Ich frag nochmal. Remove us from this body. From this case. Free us. Lebt noch, Mann. Furchtbar. Nachforschen. Das offene Gehirn untersuchen. Stärke, den Schädel aufbrechen. Geschicklichkeit, das Gehirn behutsam aus dem Schädel beheben. Das Gehirn zerstören, weggehen. Also ich nehme erstmal das nicht-invasive. Das Gehirn untersuchen. So, wir müssen einen 20-seitigen Würfel würfeln und mindestens eine 10 erreichen. Kriegen keinen Bonus. Jawoll. You
notice edema, a swelling of the brain causing pressure where it strains against the shell of the skull. Gibt's ja keine Schädeldecke mehr. Verstehe ich nicht. Also, das macht ja nicht so Sinn. Heilkunde, eine Extraktion des Gehirns versuchen, wobei die Schwellung berücksichtigst. Klar, Alter. What? Vorteil. Wenn du mit zwei Würfeln würfelst und das höhere Ergebnis nimmst, bevor du die Modifikation... Alter, was? Geil. Wir können jetzt quasi operieren. What? Okay, Dr. Strange. Dr. House. Dr. Iglo. Let's go. Ach, extrahieren. The brain lifts from the skull. What? Do you notice an opportunity? You could cripple the strange creature, making it more subservient, should it prove a threat. What? Du kannst das Gehirn aus dem Schädel heben und erkennst die Gelegenheit, die seltsame Kreatur zu verletzen und dir ruhig zu machen. Sollte sie als Bedrohung erweisen. Geschicklichkeit. Das Gehirn verletzen. Ich weiß nicht. Schon wir es erstmal. Aber es ist ja immerhin schön rausgehoben und will auch nicht verletzen. Our freedom is ours, friend. The creature pauses, listening. Something behind your eyes. Nein, mein Wurm. Lass mein Wurm in Ruhe. We must go to the helm. At the helm, we are needed. Wir müssen zum Ruder, wir werden am Ruder gebraucht. Gut, gehen wir. Was ist beim Ruder? Ich, wie soll ich euch nennen? Es war das. Us. We are us. Alright. The brain tenses, as though querying an unseen advisor. Do you not hear it? We will not survive here. We are needed to navigate. We are needed to leave this realm. Ja, dafür bin ich auch. Na los, gehen wir mit dem Hirn. Ich habe einen Freund. Ich habe ein Gehirn als Freund. Oh, sorry. Vor lauter Aufregung ist Intro gestartet. Anhänger. Manche Verbündete schließen sich dir an, vorübergehend an. Du kannst ihre Bewegung und Aktionen irgendwas. Ja, nice. Jetzt Gehirn steuern. Thoughts rattling against yours. Something inside you squirms in recognition. Friend, we will go to the helm now. Ich meine das jetzt schon. Ja. Warte mal, das können wir, genau. Das will ich jetzt mal wissen. A gift to make you as we are. Soon you will be so beautiful. So powerful. Hey. To know you, to love you, to give you our gift. In a realm where we have fled. We have fled to a realm called Avernus, first of the Nine Hells. We are escaping a great evil. Meine Güte. Das ist ganz furchtbar. We are going to the helm. Going to the helm. Wie geil, Alter. My friend and I. Mega gut, ey. Was ist das hier? Oh. Fahrstuhl, brauche ich nicht gehen, das ist gut. Komm mit, mein kleines Gehirn. Komm, wir gehen runter. So, bald kann man gucken, noch, ob irgendwas zu looten ist. Ich glaube, hier habe ich alles durchgelootet. Los, Hörni. Und jetzt heißt ja uns.
Was? Alter, was sind das für Tentakel? Das ist das Raumschiff, glaube ich. Also es kommt vom Raumschiff. Ey, da oben ist einer. Merkt man nicht alles. Visions rush past. A dragon's wing, a silver sword, and a flash of your face seen through the strange woman's eyes. Ugh. My head. What is this? Squaw. You are no thrall. Flakith blesses me this day. Together, we might survive. Ihr denkt ihr, ich wäre ein Sklave? Wer seid ihr? Wir müssen herausfinden, wo wir sind. Oh, sie auch. Ey, es soll nicht sterben. Ich möchte mein Hirn behalten. Mach keinen Mist. Alright, Alter. Ey, sieht die geil aus, oder? Kampf, allgemeines Tutorial. Mach dich kampfbereit. Kämpfe finden in Runden statt und die Kämpfenden sind der Reihe nach am Zug. Das Spiel um dich ist bei Kämpfen pausiert, sodass du Zeit hast, deine Aktion zu planen. Dein Zug. Wenn du im Zug bist, kannst du dich bewegen, eine Aktion und eine Bonusaktion ausführen. Hirn ist dran, was? Hirni? Hirni ist dran. Kann Hirni machen? Klauen. 4 bis 10 Schaden? Oder gar nicht so schlecht. Fehlschlag. Oh, das ist shit. Zug beenden. Kommen wir nicht ran, das ist zu weit. Aber hier kommen wir ran. 95% Chance und 4 bis 13 Schaden. Das könnte also auch sein Ende sein. Die haben nur 6 Leben. Boom, 7. Na, passt doch genau. Und dann gehen wir schon zurück. Nicht, dass der hier rankommt. Und er kann hier angreifen. Nee. Nicht genügend Bewegungsrate. Scheiße. Das geht, glaube ich. Sturmangriff. 4 bis 7 Schaden. Vielleicht kann es sogar reichen. Eider! Richtig geil. Das war nicht schlecht. Gleich gelootet. Zug beenden. Okay. Oh, wir haben 12 Leben hat die auch nur. Relativ mager. Los, Hörnchen. Ja, ist richtig geil. Das Hörn ist der Hammer. Ass. Begleiter. Manche Hunde können dich bei einem Abenteuer begleiten. Du kannst sie genauso steuern wie dein eigenen Charakter. Ja. Habe ich gecheckt. Erstmal looten. Trank der Geschwindigkeit. Erhalte eine Aktion extra. Plus 2 auf die Gerüstungsklasse. Vorteil bei Rettungswürfen auf Geschicklichkeit sowie doppelte Bewegungsrate. Und leeren Knolle. Schleue dieses merkwürdige Knolle auf ein Ziel und ziehe möglicherweise Kreaturen und Objekte heran. Alright. Eine Armbrust. Eine Armbrust. Können wir heilen? Durchschnaufen. Heil 2 bis 10. Aber kann sie nicht heilen. Oh, sie kann sich selber heilen. Nice, okay. War jetzt nur 3 Leben, aber pff, wer weiß, was noch kommt. Hier hatten wir schon. Roter Sklave, noch viel Gold. Sehr schön. Leer, leer, leer. Ach. Warte mal. Da ist noch ein Teufelchen drunter. Über das andere. Ey. Hör auf zu wackeln. Aha, Krummsäbel.
Gut. Da noch nichts weiter. Noch eine Wiege. Da. Ja, okay. Machen wir Pause, wa? Kann Astus auch? Nicht euer Ernst. Okay. Ja, gehen wir weiter. Oh, war ich da schon drin? 4 Gold. Nice. Ach, hier ist ein Heilding. Scheiße. Hätte ich mal gar nicht mich heilen brauchen. Aber egal. Wissen wir wenigstens, wie es geht. Naja, Drachen-Attack. Was haben wir jetzt aufgesammelt? Schlichte Robe. Beziehungsweise 14. Ist 10. Kann ich das hier auch gleich weitergeben? Okay. Die hätte noch was Besseres an. Kann ich das klauen? Hm. Nett. Objective noted. Never a dull moment. Not now. We must go to the helm. Control over the ship. Achso, ich habe außerdem mit ihr gesprochen. Wollte ich gar nicht. Wollte nur hochklettern. Ja, ja, wir gehen weiter. Warte mal, sie hat so eine schöne Rüstung. Darf ich dir das klauen und gegen meine austauschen? Ich frage nur. Yeah! Na, so wird doch... Wie, du kriegst das hier. Geil! Das ist ein Upgrade, oder? Unterwäsche. Warte mal. Einen Augenblick. Alright. Ich trage unter meiner Rüstung keine Unterwäsche, Mäuschen. Okay. Ich glaube, das darf ich nicht so oft machen. Sonst kriege ich hier noch richtig einen Strike. Oh, wie witzig, ey. Ja, willkommen, Philly. Schön, dass du da bist. Oh, wie witzig. Okay. Gehen wir mal weiter. Philly sagt, es sieht geil aus. Ich weiß nicht genau, was er meint. Das Spiel oder jetzt gerade die Nacktheit. Bin mir unsicher. So, klettern wir mal hier hoch. Wo ist Hörni? Ist er dabei? Oh, Speicherung. Okay, Hörni ist noch am Start. Und ab durch den Schließmuskel. Okay. Opfelter Kultist. Totally übel, ey. Life flickers in his eyes, but he seems totally unaware of his surroundings. Kann ich die looten? Yeah. Okay, sie lebt noch. Doch. The construction is too alien. Nothing looks familiar. This ship is crashing. Do you intend to die for a stranger? Philly steht auf die Orkfrau. Try that contraption next to the pod. They did something to it. In der Kapsel sie was gemacht, das hier. Schattenherz heißt sie. Die will ich befreien, ich will sie nackt sehen. Das hier? Mysteriöse Flüssigkeit. Das hier meint sie. Ups. Mann, sehe ich cool aus. Sorry. The mechanisms are completely unrecognizable at first, but then you spy an empty socket. Nothing. The console remains dormant. Wie einfach gegentritt. Das ist der Klassiker. Wenn irgendwas nicht funktioniert, erstmal gegentreten. Aha, okay, okay. Ja, wir haben ja hinten noch eine Konsole. Was machen wir damit? Drücken, drücken, drücken. Siegel, Siegel, Siegel. Arkane Kunde fehlgeschlagen.
Strategisch? Okay, das kann ich offensichtlich gar nicht. Kannst du das, Orkfrau? Fehlgeschlagen. Fehlgeschlagen. Okay. Gucken wir einfach mal die Knöpfe, wa? Bionic Energy radiates from the prisoners, but they do not react. Nee! Das wollte ich nicht! Scheiße. Hörni zu. Alter, Hörni hat 21 Leben. Das ist ein richtig geiler Tank. Ah, leider Fehlschlag. Aber er kann sich auch nicht mehr zurückziehen. Oh, freaking Zauberer. Was hat sie noch? Ja, das sind so Bewegungsmobilities. Schenkelschuss. Ja, Schenkel möglicherweise bewegungsfähig. Ja, okay. Fleischen. Laufschlag. Benommen. Benommen finde ich immer ganz nice. 80%. Geil, okay. Jetzt erstmal ausgenockt. Alter, das hören die in Ruhe. Knaufschlag haben wir auch, Zerfleischen haben wir auch. Okay, wir haben ungefähr die gleichen Fähigkeiten wie sie. Easy Partner. Hörni ist der Shit, ey. Humpen und Gold. Nehmen wir gern. So, einen Knopf habe ich noch nicht gedrückt. Mach ich jetzt nochmal, auch wenn es wahrscheinlich keinen Sinn mehr macht. Gut, wir brauchen irgendwas für die Fassung. Ich kann es gar nicht fassen. Können wir uns mal genesen? Da oben auf der Karte. Achso, das ist sie. Fang, ne? Ein Gehirn in einem Glas. Faint images appear in your mind. A brain, a Githyanki warrior, and centuries of darkness. Wo geht er hin? Kann ich dich auch noch adoptieren? Er ignoriert uns erstmal, das finde ich ganz gut. Kunstvolles Relikt. Um einen Schuss zu knacken, benötigst du Diebeswerkzeug oder einen passenden Schlüssel. Schlüssel habe ich keinen. Bis jetzt. Hörnglas. Okay, der geht da rein, dann gehen wir da einfach mal hinterher, würde ich sagen. Der Ringmuskel. Hallo, kleines Gehirn. Kann auch nicht mit ihm sprechen. Aber die Kamera ist noch ein bisschen weird. Oh, Schlüssel. Naja, wer weiß, wofür der jetzt gut ist. Mach mal gleich. Ich geh erstmal hier jetzt kurz gucken. How many hosts of these gay infected? Dazed woman is trapped inside the pod. She doesn't notice you. Abwesend aus, ja. Wieder schmieriger Stuhl. Junge, Junge. Always room for more. Noch ein Hirn, weiß ja nicht, was wir damit machen. Hier sind auch überall noch Gefangene. Eider. Ich dachte, wäre eine Socke oder ein Turnschuh. Seltsame Energie in diesem merkwürdigen Objekt. Du hast so etwas noch nie gesehen, doch das Teil von dir weiß, dass es zu einer größeren Maschine gehört. Okay, ich glaube, da haben wir den Zusatz zum zu dieser Fassung. Eine Kerze. Haben wir auch noch. Drücken. Hallo Hündchen. As you place your hand on the pod, you hear something. A presence connected to the pod, commanding the person inside to change. Oh shit. Change. Oh shit. Changed at the pull of a lever. How? If we are not purified, this may be our fate. Let's get out of here.
So weit ihr finished. Achso, ich dachte. Nochmal drücken. Wir gehen kämpfen. The newborn mind flayer stares at you, weak and dazed. Das sieht schon mächtig aus. Irgendwas machen? The newborn mind flayer stares at you. Nee. Weak and dazed. 71 Leben, Aida. Habt ihr gesehen da oben? Na, wo ist es? Ah, Alter, okay. Besser, dass wir noch nicht gegen ihn fighten. Gehen wir mal wieder. Ich glaube, das Gehirn würde uns normalerweise angreifen, wenn wir nicht einen Gehirnfreund hätten. Habe ich das Gefühl. Achso, warte erstmal kurz, bevor wir zu ihr gehen. Oh, nix. Und 12 Gold, okay. Noch von mir aus. Jo, mach's gut, verliebt. Bis bald. So, dann gehen wir sie mal befreien. The console appears dormant. The console hums to life. But what is its purpose? Will it free the captive or transform her like that other unfortunate? Oh ja. Arkane Kunde habe ich ja nicht, offenbar. Probier's trotzdem mal. 12, geschafft. The pulsing glow and organic lines of the device make it seem more like a beating heart than a machine. This device is different from the one that caused the other captive to transform. Perhaps it will open the nearby pod. Drücken. You feel a hideous squirming in your head. A parasite. Then discomfort fades and another sensation washes over you. Connection. Authority. Vitride, Weisheit, die Kapsel mit Willenskraft aufzwingen. Plus 1. Schwierigkeitsgrad 2. Das werden wir hoffentlich schaffen. Kann man ja gar nicht schaffen eigentlich. Selbst mit einer 1 hätte ich noch plus 1 bekommen. You feel the biomechanical brain of the console process your command and yield to it. A shiver runs across your mind. You feel sated. Yeah. Ja, nicht atmen. Komm, quatsch mit mir. Bist du? I thought that damn thing was going to be my coffin. Thank you. Your mind lurches into her thoughts. Her gratitude is mixed with wariness. Because you have a gith with you. You keep dangerous company. Fair point. Looks like there's plenty of fighting ahead. Let me come with you. We can get off this ship and watch each other's backs along the way. Shadowheart. One moment. Oh, was ist das denn? It's nothing. Trust me. Enough of this chatter. Okay, wir nicht drüber reden. We need to get to the helm. Now. She's right. Lead on. 5 EP. Wo ist eigentlich unsere EP? Wann kriege ich ein Level Up hier eigentlich mal? Das dauert noch ein bisschen. Alles geloodet. Dann geht's da lang. Ist wahrscheinlich. Lalala. Ich kann ihn wieder heilen, ist aber nicht notwendig aktuell. Mind Flayer Horticulture. Ja, witzig, ein richtiges Aquarium. Natürlich. Okay, vielleicht brauchen wir das noch. Mal gucken. We are nearing the helm. Once inside, do as I say. Who put you in charge? I'll trust my own judgment. Kenyank.
Okay, die verstehen es noch nicht ganz so gut. Speichern? Na, was bedeutet was, wenn wir speichern? Endboss! Okay. Er denkt, wir sind unter seiner Kontrolle eigentlich, wa? Aber das ist noch gar nicht so. Erreiche den Koppler, ehe die Nautiloide abstürzt. 15 Züge verbleibend. Okay, wir haben 1, 2, 3 Gegner. Der ist bei uns erstmal, also für uns, offenbar. 150 Leben! Alter, okay. Und was muss ich erreichen? Ich muss da hinten hin. Ja, hier auf der Karte. Kameradistanz. Ja, okay. Alles klar. So, muss ich eigentlich die nur wegballern? Und dann kann ich rüber, oder was? Wer ist denn dran? Sie ist dran. Schattendings. Was kann sie denn? Schild des Glaubens. Schützt eine Kreatur. Lenkendes Geschoss. Was ist hier denn überhaupt? Sie ist ein Hochelf und ein Kleriker. Sie ist Kämpfer. Das hatte ich mir fast gedacht. Okay. Pass auf. Time to push my luck again. Da sie jetzt auch. Sie steht vorne, Klerikerin. Unangenehm. Mal beiseite treten. Nothing important is ever easy. Kann er angreifen? Und einen fetten Fehlschlag machen, richtig. Let's 65%. Tony bis dahin. Ja, nice. Hörni ist der Einzige, der richtig fightet. Ich würde gerne, dass der in meiner Gruppe bleibt. Wie kann auch Fernkampf? Vergleich mal. 65. Das liegt an dem. An der Kreatur selbst, glaube ich. Wie geil das aussieht, Alter. Schwein. Dunkelsicht. Mal schauen. Keine Ahnung. Wie die 65% zustande kommen. Weil alle haben 65%. Muss ja irgendwie an ihm liegen. Ja, das ging schon mal ganz gut. Ist nix. Ja, auch nicht. Kann ich noch ein bisschen laufen? Ja, wa? Achso, oh, die falsche jetzt. Na egal. Zug beenden, Zug beenden, Zug beenden, Zug beenden. Wurf. Also die bitchen sich da. Alter, 16 Schaden. Alright. Nichts verloren. Ach, Armbrust. Was ist das? Untersuchung, wenn einfach verwunden wird. Kreatur hat einen halben Schaden. Eine Kreatur? Eine Kreatur? Was ist das? Öllige Flüssigkeit. Kann ich es anzünden? Ist richtig? Nicht so recht. Rückknolle. Ist das? Kann ich doch hier abschießen, oder? Und dann fällt das runter und brennt, oder ist? Ich weiß noch nicht genau. Kümmern wir uns erstmal um den. Wenn Fernkampf ist, müssen wir erstmal uns ein bisschen. Oder erstmal ein bisschen dran. Eine Strecke machen.
Los, Hörni. Hörni ist immer noch der geilste. By far. Swift and lethal. Okay. Alle sind genug gelaufen. 21 Schaden. Alter, was machen die da? Werden sicher übelst geil. Aber der gewinnt das. Ob wir ihm helfen sollten. Boom. Würde gerne immer anzünden, aber. Komme ich nicht selber. Also ich pack mich schon selber in die Luft. Habe ich das Gefühl. Lass mal. Greif mal den hier an, den Bruder. Rotisches Feulen. Oh, 20 Schaden. Übelst geil. Dann noch irgendwas. Schenkelschuss. So, das machen wir mal. 30%. Ah, der ist ganz schön strong, aber wir treffen irgendwie gerade aktuell. Ich praktisch. Kommt der ran? Nee. Genügend. Bewegungspunkte. Aber nächste Runde dafür. Warum ich das nicht anzugreifen? Wenn ich da selber drin stehe, gleich in der Grütze. 13 Züge. Schafft man doch, oder? Ich wahrscheinlich gegen den auch noch kämpfen. Must take the Transponder. Ja, ich würde aber gerne ihn erst besiegen. Was macht denn das? 2 bis 7 Schaden. Ja, das ist der Nachteil bei 30%. Chance, da kommen ein Haufen Fehlschläge jetzt bei zusammen. Nothing will stand in my way. Okay, aber solange der nur den anderen Typen angreift. Nein, schade. Nein. Zwei ist nichts. Wie soll ich das denn gewinnen? Wenn ich näher rangehe? Weiß ich immer noch. Es wird nicht mehr. Fleischen, 40. Nice. Leer gemacht. Er ist gleich tot. Ja, dann muss ich gehen. Das besiege ich nicht. Ist vergessen. Leben heilen, das bringt fast gar nichts. Wenn der 13 Schaden macht pro Runde. Dann looten wir die jetzt einfach und hauen ab, oder? Amethyst, schön. Hörni, komm mit, ich brauch dich. Du bist mein Freund, mein kleines Hörni. Oh, da sind noch ein paar. Hat den schon gelootet? Hast die Perle vergessen? Ja, ein paar Knollen, die nehmen wir auch noch mit. Kann sie nicht erreichen. Aber guten Schaden. Oh. Nochmal 82 Leben. Ja, alles klar. Nein! Nein! Lauft! Lauft! Hörni! Hörni muss ich opfern. Geht nicht anders. Wir müssen rennen. Wir müssen rennen, wir müssen rennen, wir müssen rennen. Gott. Einfach durchrudern da, durch die Leute. Aber wer tankt das, Hörni? Nicht, dass der an ihm vorbeiläuft jetzt. Ja, die macht mich ja mit einem Schlag tot.
bin so aufgeregt. Ich muss abhauen. Hörni! Muss die bestimmt erst besiegen, oder? Ja, so hin? Komm, du rennst mal durch hier. Ah, das reicht nicht. Nachteil. Mal Schwert hier. So nämlich. Geil. Donnie. Muss leider hier bleiben. Kann ihn nicht retten. Ich muss ihn wegtanken. Hier kann ich mehr laufen. Alter, die sind gleich da. Oh shit, Mann. Aber kein Scheiß. Ein Honey! Ah! Kann ich einfach bitte mitnehmen? The Helm's Alien Transponder. Ja! You made it in time. Ja! Oh Gott. As you wake, the tadpole squirms in your skull. Other than the infection, you're more or less intact. A miracle, given everything you've been through. But it'll all be for nothing if you don't find help soon. The tadpole is a death sentence, and the clock is ticking. You need a cure. Und mit diesem Satz verabschiede ich mich von der ersten Folge Baldur's Gate 3. Und bleibt gespannt, es geht bald weiter. Versprochen. Bis dahin und ciao, ciao.